moin. Wir spielen heute mal ein neues Spiel. Operation Flashpoint Red River. Ist der Nachfolger von Operation Flashpoint Dragon Rising. Und spielt sich anders als der Vorgänger. Bisschen arkadiger. Und macht dementsprechend ein bisschen mehr Spaß, vor allem für Leute, die halt so Battlefield oder ja, COD halt spielen. Ja, was gibt's großartig Neues zu sagen zum Spiel? Also es hat sich komplett grundlegend geändert. Wir spielen in einem anderen Szenario. Wir haben Truppengefechte mit eingefügt. Das heißt, man kann im Kooperativmodus gegen Bots einfache Gefechte spielen, ohne dass man die Kampagne spielen muss. Wie es ja im Vorgänger halt nur üblich war. Entweder Kampagne oder halt komplett gegeneinander. Und ja, ganz kurz zu den Klassen. Man hat halt einen Squad von 4 Leuten, die 4 verschiedene Waffen besitzen, beziehungsweise Waffentypen haben halt. Mal den Gewehrschützen, der normale Gewehre hat, Sturmgewehre. Dann den Grenadier, der auch eine Pumpgun sich nehmen kann. Den Scharfschützen und einen entspannten MG-Schützen. Wie ihr hier gerade seht, sind alle meiner Klassen Level 1. Ich fange jetzt gerade komplett neu an. Man kann mit den einzelnen Klassen halt spielen und diese einzelnen Klassen halt aufleveln. Also wenn ich jetzt bestimmte Missionen nur mit einer bestimmten Klasse spiele, dann trainiere ich auch nur diese eine Klasse und kann auch nur für diese eine Klasse neue Sachen freischalten. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir legen ganz spontan mal los und dann könnt ihr euch mal angucken, wie die abgelegen. Nehmen jetzt einfach mal den Gewehrschützen, Klassiker, Truppengefecht. Es gibt, wie ich jetzt gerade, wie ich davon gesagt habe, 2 Möglichkeiten, entweder Kampagne oder halt Truppengefechte zu spielen im Kooperativmodus. Hier gibt es natürlich jetzt halt letztes Gefecht, Gefechtsserie, Rollender Donner, SRR und ja, diese jeweils immer nur 2 Kartentypen. Wir spielen halt jetzt in Tadschikistan, das ist halt quasi ein komplett anderes Szenario als der Vorgänger. Und ja, wir machen jetzt einfach mal letztes Gefecht. Nee. Bei letztes Gefecht müssen wir eine Stellung verteidigen, das ist dann natürlich alleine ein bisschen schwierig. Gefechtsserie, gegnerische Truppen töten. Rollender Donner, einen Konvoi beschützen. Das ist auch schwierig mit Bots, weil die Bots sich ein bisschen brasselig anstellen. Ja, und abgestürzte Piloten retten. Na, wird schwierig, Helene. Na, ich mache jetzt einfach mal Gefechtsserie um Geisterstadt. Gucken wir mal. So, ich spiele jetzt hier Gewehrschützen. Das sind meine KI-Spieler, meine anderen Leute. So, gegnerische Aufklärung, bla bla bla. Aufstände schlecht ausgebildet, aber ziemlich entschlossen. Ja, ja. Ja, das ist jetzt unsere Karte, in der wir spielen. Wir spielen halt wieder auf einer Open World, wie man es halt aus den Vorgängern kennt. Bloß jetzt ist halt Kartenbereich halt eingeschränkt, ne? Dass man dann nicht irgendwie, keine Ahnung, im Nirvana rumrennt. So, Missionsüberblick, Klassen, Mission starten. Dann legen wir mal los. Da sind wir! Wir werden gerade in die Einsatzzone geflogen. Mein Squad hier am Start. Die Mucke ist auch schon mal richtig geil. Coyote 2 Bravo, nutzen Sie Infrarotmarkierungen oder begeben Sie sich zu einem Rauchsignal, wenn wir Sie rausholen sollen. Das wird mal ordentlich auf den Einsatz vorbereitet hier, musikalisch. Gefällt mir schon mal. Na, wir haben auch schon geschossen, sehr schön. So, gelandet und los geht's. Da unten ist die City. Mal kurz einen Überblick von der Karte verschaffen. Okay, das ist unser Einsatzgebiet hier drüben. 2 Bravo, verstanden. Kreise weiter. Ich gebe mögliche Feindpositionen durch. Da seht ihr schon die ersten Leute. 250 Meter! Nordosten! Gewehrschütze! 250 Meter! Trifft natürlich nicht. 2 Bravo, Gegner direkt nördlich von Ihnen. Oh. 2 Bravo, Sie sind in einem Gebäude. Gegner am Boden. Sehr schön. Gut, dass ich einen Scharfschützen dabei habe. Oh, da unten ist einer. Wo ist denn hin? Ist weggerannt. Oh, scheiß Grashalme hier. Gewehrschütze, 250 Meter, Nordosten.
treffe auch nicht. Erledigt! Doch, jetzt halt getroffen. Man kann doch irgendwie Einzelfeuer einstellen. Wollen wir mal kurz gucken, wie war. Ah ja, jetzt habe ich Einzelfeuer drin. Wen schießt er denn? Ach da. Lade nach! Oh. Mein Helikopter kreist jetzt natürlich da. Getroffen! Wie soll irgendwas dahinter rauskommen, die Säcke. Also ich muss persönlich sagen, für alle, die jetzt denken, ist ja gar kein Arcade-Shooter, die Battle gibt, aber trefft ihr auch nicht da drüben. Lade nach! Den Typ kann auch nicht zielen, Alter. Also, treffen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Scheiß Waffe. Gewehrschütze! 250 Meter! Norden! So. 2 Bravo, Gegner direkt nördlich von Ihnen. Ja, ach. 2 Bravo, Sie sind in einem Gebäude. Coyote 2 Bravo, Sie verlassen jetzt die grüne Zone und betreten das Kampfgebiet. Gute Jagd! Diese Macht dein Ende. Den Berg da hoch hin. Wenn ich die nicht treffe, die holen wir uns jetzt. Treff auch nicht, ey. Lade nach! Nee, also ich muss persönlich sagen, die Mischung zwischen dem Taktik- und dem Arcade-Shooter ist echt gut gelungen. Also, Bravo, mindestens mir gefällt Gegner nördlich von Ihnen. Der Teil einfach mal besser als der Vorgänger, als Dragon Rising, weil einfach die Mischung sehr schön ist. Und das Szenario mir auch natürlich sehr gut gefällt. Man natürlich einfach geil diese Gefechte spielen kann, ohne dauernd irgendwie Kampagne spielen zu müssen. Bei mir geht's auf den Sack, wenn der alt geskriptet und alles irgendwie alles vorhersehbar ist. Egal wie oft ich diese Karte spielen werde. Die wird immer anders sein. Das ist das Coole. Also, die Gebäude bleiben natürlich gleich. Oh Gott. Erledigt! Der Ball hat mit Granatapfel hier rum, auch schön. Egal was, wie ich die Karte jetzt neu anfange. Die ganzen Objekte sind woanders, die ganzen Feinde rennen woanders rum, die sind halt. Die sind halt schon gespawnt auf der Karte und. Erledigt! Und rennen dann hier durch die Gegend. Da ist schon das Munitionslager, sehr schön. Gewehrschutz! Oh, Bravo! Zerstörung des Waffenlagers bestätigt. Sauber, Marines! So. Oh, Bravo! Nur noch zwei übrig! Und meine AK hier. Erledigt! Ja! Feindfahrzeug! 50 Meter! Osten! Was, Feindfahrzeug? Wir sollten nicht so sehr ans Fenster rangehen. Da unten. Zielobjekt ruhig gestellt! Ja, was wollte ich gerade sagen? Ist mir entfallen. Durch die ganze Hektik hier, durch die ganze Rummiballere. Vergessen, was ich sagen wollte. Lade nach! Na gut, vielleicht fällt es mir noch ein. Oh, da ist einer. Ich hab ein mögliches Ziel! 250 Meter! Ja, die AK, die trifft ja auch nicht, einer. Ungenau, ohne Ende. Gewehrschütze! 250 Meter! Osten! Zielobjekt tot! Gewehrschütze! 200 Meter! Südosten! Ja, sieht nur so aus. Tot! Ja. Ach ja, weil ich noch vergessen habe zu sagen, ist ein Windows-Live-Spiel, also wird von Windows, also Games von Windows Live unterstützt. Das heißt, manchmal, falls jemand kennt, falls jemand auch Windows-Live-Spiele spielt oder Xbox Live dort die ganze Sache unterstützt, das dauert dann schon mit dem Einwählen. Ich hatte heute echt Glück gehabt, das ging relativ fix, aber ich hatte auch schon Tage und Situationen gehabt, wo ich einfach mich stundenlang versucht habe einzuloggen. Feindbewegung Richtung Nordosten. Ganz schlimm wird es bei mir zum Beispiel, wenn ich mit dem Battle Station. Ja. Wenn ich mich in Battle Station Pacific einloggen will, das ist mal ganz schlimm. Gewehrschütze, 50 Meter, Nordosten. Tot! Lade nach! Aber gut, man nimmt es ja so hin, ne? Dafür ist es ein cooles Spiel. Im Multiplayer, also mit Leuten zusammenzuspielen, macht ein bisschen mehr Spaß, als die Geburt zur Umsetzung, wir gehen am Fenster. Nicht schießen! Ladehemmung tot! Ladehemmung. Bitte Ladehemmung.
Achso, das gibt's natürlich. Ladehemmung beseitigt, Waffe frei! Auch dieses Problem mit der Ladehemmung. Muss man natürlich gucken, dass man. Mal gucken, vielleicht kriegen wir sowas mal hin hier. Schöne Ladehemmung. Schlachtwichser, Nordosten! Stirb. Was? Lebt er noch? Was? Ich hab den nicht gesehen. Der da? Alter, man sieht hier, also ich muss persönlich sagen, ich sehe die Gegner einfach nicht. Doch, das ist einer. Sehr weg. Ich sehe die Gegner manchmal gar nicht. Oh. So, Bravo. Die Aufklärer bestätigen Raum über dem Waffenlager. Gute Arbeit, Marines. Ja, ja. Immer gut, immer gut. So, Bravo. Jetzt nur noch eins. So, Bravo. Feindtruppen östlich von Ihnen. Östlich. Okay. Straße durch, also. Irgendwo da oben sitzen. Was sehen wir denn? Was sehen wir denn? Wir sehen gar nichts. Wie immer. Gewehrschütze, 100 Meter, Osten. Da. Ich höre Schüsse, aber ich sehe nichts. Oh, ich bin getroffen. Oh, ist wohl getroffen. So, Bravo. Feindtruppen östlich. Man muss sich wie im Vorgänger auch wieder deine Wunden heilen. Kann aber diesmal ohne Sanitäter, was ja im Vorgänger mal ein bisschen scheiße war, sich auch komplett heilen. Also nicht nur die Wunden versorgen, sondern auch den komplett. So. Wo? Wer hier was? Warte mal, hier gerade einer. Alter, die laufen hier einfach so in meinem Dichtfeld drin, das ist der Hammer. Die sind alle lebensmüde, würde ich sagen. So, Bravo. Feindtruppen östlich von Ihnen. Zielobjekt ruhig gestellt. Oh, Headshot, Gewehrschütze! 100 Meter! Osten! Trefft die nicht. Haben wir nicht eine Granate oder so was am Start? Ein Granatwerfer? Und schießen. Tot! Jawohl! Aber da oben war noch einer. Zeig dich, du Sack! Feuer einstellen, ich komme durch! Schießt ihn auf mich. Gewehrschütze! Oh, jetzt wurde irgendjemand 25 getroffen. Meter! Südosten! Sie greifen! So, Bravo! Mindestens ein Gegner südöstlich von Ihnen. Alter, gerade übelst die Blut gespritzt. So, Bravo! Er ist genau bei Ihnen. Ich sehe ihn nicht. Scheiße Position hier. Der war doch gerade noch einer gewesen. Zeig dich. Erwischt. Hat er, ja? Gewehrschütze. 50 Meter. Süden. Tot. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich höre Schüsse. Ich auch. Oben in der Hütte drin oder was? Komm raus, du Sack. Gewehrschütze. 50 Meter. Süden. Drüben. Also, die Waffe trifft doch nicht. Gewehrschütze, 100 Meter, Süden. Erledigt. Die Leute werden hier alle eingeschossen. Mal gucken, ob die alle noch super sind. Ah, komm her hier, ich heil dich. Komm noch her. Bleib doch einfach stehen. Jetzt. So, weil die Bots sind zu unfähig, sich selber mal hier zu heilen. So gut wie neu. Sieht es mit ihm aus hier? Ja, ist noch super. Wie sieht's mit dir aus? Komm her! So, die Blutung wäre gestoppt! So. So, Bravo! Mindestens ein Gegner südlich von Ihnen. Südlich, da muss er. Alles klar, zurück an die Front! Alter Gott, da ist er doch! Lade nach! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na dann, ab da unten. So.
Höchste Konzentration, deswegen rede ich nicht. Tut mir leid, aber ich bin jetzt hier gerade sehr konzentriert. So, Bravo, Feindbewegung südlich von Ihnen. So, Bravo, er ist fast an Ihrer Position. Die Bots sind eigentlich, auch wenn es jetzt gerade nicht so vorkommt, sind eigentlich echt krass. Schön. Schön. Südwestlich. Okay. Die Straße runter. Ja, irgendwo muss jetzt noch ein Munitionslager sein. Müssen wir auch noch kriegen. Und dann können wir uns aus dem Gebiet hier verpissen. Den haben wir es geschafft. Laufen wir außen vorbei. Ich hab keinen Bock, da jetzt irgendwie in die Stadt drin zu rennen und dann schön im Sperrfeuer zu sterben. Da ist eine Wand. So, Bravo. Mindestens ein Gegner im Südwesten. Die laufen hier ganz entspannt so, schlendern sich hier durch die Gegend, direkt im Kriegsgebiet. Mann. Alter, was denn jetzt? Sotos am Boden, die schießen auf mich! Alter. So, Bravo, saubere Arbeit, sehr gut. Wo ist Soto? Abholen. Nur mal kurz gucken, wo mein Kamerad hier hin ist. Balletto? Soto ist weg. Geil, einer ist gestorben von meinen Leuten. Sehr schön. Scheiße. Was ist das? Nee, das. Doch, das ist Soto mit seiner. Ja, der Scharfschütze ist gerade gestorben. Kacke. Oh, ich habe ein Fernglas. Da findet man mal sein Equipment, wenn man hier andere Waffen aufnehmen will. Hä? Achso. Was macht er denn hier? Naja. So, jetzt. Jetzt haben wir natürlich einen Typen verloren von uns, weil ich natürlich ein bisschen scheiße finde. Aber so ist es immer, ne? Ein bisschen Schwund ist immer. Die Blutung ist gestoppt. Scheiße, ey. So, Bravo. Worauf wartet ihr? Lass ja, ja. Abhauen. Wir müssen nur noch schnell das letzte Waffenlager finden. Jetzt wieder rein ins Getümmel. Und dann können wir abhauen. Also alle Gegner sind jetzt tot, deswegen holen die uns jetzt ab. Aber ich will noch den Waffenlager zerstören, weil das ist halt natürlich noch ein Missionsziel. Ich möchte gerne alle meine Missionsziele erfüllen. Muss man nur ein bisschen rumdümpeln und gucken. Kann ich glaube ich auch über die Wand überspringen, glaube ich. Ja. War doch so. So, Bravo. Worauf wartet ihr? Lasst uns abhauen. Ja, ja. Aber dieses Ungeduldige von den Leuten. Ja, irgendwo muss ja noch das Waffendepot sein, das Waffenlager. Irgendwie übersehen haben. Und das ist es halt, ne? Egal wie oft ich die Mission jetzt spiele, ist halt immer eine andere. Also die Karte, die spiele ist immer gleich, aber die ganzen Objekte, die halt hier verteilt sind auf der Karte, sind immer woanders. Jetzt finde ich natürlich dieses beschissene Waffendepot nicht. Azad. Nee, ist nicht. So, Bravo. Worauf wartet ihr? Lasst uns abhauen. Kann ja schon ganz schön auf die Nerven gehen, ne? Die Scheiße.
Das ist die coole Sniper von dem... Kann ich durchspringen? Nee, kann man nicht. Die muss doch irgendwo sein, ey. Gibt's doch gar nicht. Moment, ich bin jetzt einmal hier aus... Da ist es. Das muss da sein. Dubidubidub. So, Bravo. Worauf wartet ihr? Lasst uns abhauen. Na ja. Chill mal. Okay, hier oben ist es nicht. Dann kann es nur unten drin sein. Kann ich denn hier runterspringen? Ja. So, Bravo. Worauf wartet ihr? Lasst uns abhauen. Ja, ja. Muss jetzt irgendwo hier unten drin sein. Da ist es doch. Stellen wir mal hier. So, Bravo. Die Aufklärer bestätigen Rauch über dem Waffenlager. Oh nee, jetzt ist der nächste Sturm. Nee. So, Bravo. Alle Waffenlager zerstört. Wie viele Einschüsse hier der hat. Das hält, bis wir wieder im Lager sind. Genau. Bisschen Klebstoff, bisschen Spucke, dann passt das. So, Bravo. Worauf wartet ihr? Lasst uns abhauen. Ja, wir haben, wie gesagt, eine große Open World, wie in dem Vorgänger. Bloß halt jetzt dieses kleine Einsatzgebiet hier ganz unten. Da sind wir. So. Ich hoffe, das hat euch schon mal soweit erstmal ein bisschen Spaß gemacht, konntet ein bisschen was vom Spiel sehen. Ist jetzt natürlich nur ein Bruchteil von dem, was man in dem Spiel eigentlich wirklich machen kann. Mal gucken, ich werde vielleicht noch ein paar andere Karten spielen. Worauf wartet ihr? Lasst uns abhauen. Ein paar andere Missionstypen. Und ja, ich werde jetzt dadurch, dass ich jetzt die Runde geschafft habe, auch wieder Erfahrungspunkte kriegen, dadurch die neue Waffen freigeschalten haben für diese eine Klasse und so. Mal gucken. So, rein hier in die Hütte. Ich gehe nach hinten. Genau. Ja, einer fehlt, einer ist gestorben. Ja, super, einer ist von uns gestorben. So, und ich habe einen Bronzerang bekommen. Sehr schlecht. Ja, da bin ich wieder. So. Hat sich gerade irgendwie mein... Spiel hat sich gerade irgendwie verabschiedet. Ganz kurz. Ich habe ja erzählt, dass ich gerade ein Bronzeabzeichen bekommen habe. Das ist dieses hier. Mit dem Bronzeabzeichen habe ich jetzt einen Punkt, den ich jetzt auf meine Fähigkeiten jetzt hier legen kann. Wenn ich jetzt Gold gewonnen hätte, hätte ich jetzt 3 Punkte. Und so kann man halt sich diese ganzen Punkte freischalten. Und kann halt, ja, seine Charakter halt dann komplett trainieren. Das gucken wir mal ganz kurz. Ich werde jetzt einfach mal... Puh, ja, was mache ich denn jetzt? Ich mache jetzt einfach hier einen Punkt drauf. So, jetzt habe ich einen Punkt verteilt. Kann jetzt hier gucken, wie viele Punkte ich jetzt mit meiner Klasse freigespielt habe. Und ich habe jetzt 900 Punkte freigespielt und bin immer noch Rang 1. Wenn ich halt 4000 Punkte habe, wäre ich dann halt Rang 2 und kann dann hier hinten ein paar Sachen freischalten. Ja, gut, alles klar. Das war's dann erstmal. Und schaut einfach mal wieder vorbei. Und bis dahin wünsche ich euch was. Tschüssikowski.